DPP besitzt ein paar Werkzeuge, die Ihnen helfen können, Staubabbildungen in Ihren Bildern zu eliminieren. Diese sind als dunkle Punkte zu erkennen und stören meist. Bei aktuellen Kameramodellen können Sie vor der Aufnahme Staublöschungsdaten aufnehmen. Entnehmen Sie diese Funktion dem Benutzerhandbuch Ihrer Kamera. Wählen Sie ein Bild aus und wählen Sie Einstellung und Staublöschungsdaten anwenden. Diese werden dann aus dem Bild automatisch herausgerechnet. Die zweite Möglichkeit findet sich unter Stempelwerkzeug. Hier löscht man manuell die störenden Punkte. Ich wähle nun ein paar Bilder aus, die Staub beinhalten und wähle Extras und Stempelwerkzeug starten. Am besten lassen sich störende Punkte in der 100% Ansicht korrigieren. Zusätzlich schalte ich noch den ganzen Bildschirm ein, um mehr Bearbeitungsfläche zu erhalten. Die Reparieren hell und Reparieren dunkel Schaltflächen eignen sich wunderbar zur sehr schnellen Korrektur. Ist die Störung im Bild heller als die Umgebung, wählen Sie Reparieren hell aus. Wir haben hier Störungen, die dunkler sind als die Umgebung, also wähle ich Reparieren dunkel aus. Der Stifttyp Pinsel im Vergleich zum Stift hat eine weiche Kante und eignen sich besonders gut zur Korrektur der Staubpunkte. Mit dem Radius können Sie die zu berechnende Umgebung vergrößern oder verkleinern. Wissen Sie, dass Sie die Korrektur weiteren Bildern anfügen wollen, sollten Sie den Radius so klein wie möglich halten, vor allem wenn sich das Motiv wie hier in den nächsten Bildern von ersten unterscheidet. Nun platziere ich den Kreis um den störenden Punkt und wähle die linke Maustaste. Ich werde nun auch die anderen Punkte korrigieren. Falls zwischendurch ein Punkt nicht korrigiert werden kann, weil sich die Belichtungssituation in diesem Punkt stark unterscheidet, werden Sie dies durch ein rotes Verbotssymbol erkennen. Diese Bereiche lassen sich dann zusätzlich mit einer klassischen Stempelfunktion bearbeiten, die hier auch wählbar ist. Dazu wählt man die Schaltfläche Quelldatei auswählen, der Mauszeiger wird zum Kreuz und sobald man einen sauberen Bereich ausgewählt hat, sehen wir wieder den Kreis. Auch hier ist der Radius verstellbar. Falls Sie einen Fehler gemacht haben, können Sie mit diesen Tasten Schritt für Schritt zurückgehen oder den Ursprungszustand wiederherstellen. Habe ich die Korrektur für dieses Bild fertig und möchte diese meinen anderen Bildern hinzufügen, wählt man Kopieren und springt dann zum nächsten oder vorherigen Bild. Hier wählt man lediglich die Einfügen-Schaltfläche und die Korrektur wird auch hier angewendet. Zum Verlassen wähle ich nun OK und sehe nun im Hauptfenster die Stempelsymbole rechts oben in den Miniaturansichten. Falls Sie nun das Bild im Bearbeitungsfenster öffnen, werden Sie hier noch keine Korrektur erkennen. Diese geschieht beim späteren Konvertieren, unabhängig, ob es sich um ein JPEG, TIFF oder RAW-Bild handelt.